Servus zusammen. Wie es letztes Mal schon angekündigt, waren wir ja gerade dabei, noch ein Wax-Battle zu starten. Und hier habe ich auf jeden Fall auch wieder Patrick mit am Start. Patrick Roll von Cabo Schlagveredelung. Und ja, momentan ist es ja relativ Murz im Hype. Da haben wir gesagt, wir gucken uns das auf jeden Fall auch mal an. Und zwar wäre das, wie heißt das Ding? Bill Tamber Double Speed Wax. Genau, also relativ in aller Munde zurzeit. Und haben gedacht, das lassen wir mal gegen einen alten Klassiker antreten, also das Collie Knight 476S. Das haben wir hier auf der rechten Seite appliziert. Das ist so ein Alterswachs, das habe ich schon wirklich sehr lange. Ich benutze das unglaublich gerne. Also früher, wo diese ganzen Coatings noch nicht so im Hype waren, war das eigentlich so als das Winterwachs schlechthin eigentlich bekannt, weil das also relativ resistent war und hat immer noch ein sehr schönes Beading gehabt damals. Also vor allem, es hat halt eigentlich immer funktioniert. So wirklich der Oldschool-Klassiker. Also wenn irgendwas nicht funktioniert hat, hat man meistens dann zum Collie Knight gegriffen. Ich habe das früher auch sehr gerne als Winterwachs benutzt. Eben wegen der Resistenz, also mit dem Ding auf dem Lack, ist man auf jeden Fall durch den Winter gekommen. Und im Sommer habe ich dann meistens auf relativ coole Showwachse gegriffen oder höherwertige Wachse à la Swisswax oder Zümmel. Also dafür war das dann früher eben konzipiert. Das kommt in so einer Metalldose hier an, also relativ schlicht eigentlich. Man muss den Deckel hier am besten mit einem Schraubenzieher oder irgendwas öffnen. Also der sitzt wirklich bombenfest. Und von der Menge her um die, jetzt will ich nicht lügen, ich glaube 200 Milliliter sind es hier drin. Da steht jetzt nichts drauf. Ja, und vom Geruch her chemisch, aber jetzt nicht so extrem krass. Also es ist schon annähernd originales Knauber drin, aber man riecht das halt nicht raus, also es ist schon chemisch. Vom Auftragen her aber wirklich sehr, sehr easy. Einmal durchgezogen, kann man auf jeden Fall einen Großteil der Haube benetzen und man muss es eigentlich auch gar nicht groß anziehen lassen, also man kann es entweder sofort abnehmen oder eben halt kurz warten, also man kann das ganze Auto quasi damit einreiben und dann eben abnehmen. Also wirklich super easy und es stellt sich auch sofort ein sehr schönes Beading ein, also wirklich so richtig oldschool, Collie Knight mäßig, wie man das schon von seit Jahren kennt, hat sich überhaupt nichts geändert. Wirklich, Beading ist eigentlich noch für die Zeit sehr gut. Ja, was sagst du? Du hast das Bildhamber verarbeitet. Ja, also ich sage mal an sich, das war auch mein erster Versuch heute mit dem Wachs, sage ich immer. Das Wachs ist recht schlicht gehalten, es ist weiß. Von der Konsistenz her ist es relativ hart, aber man kann es dadurch gut dosieren, sage ich mal. Man verbraucht recht wenig. Es hat sich sehr gut auftragen lassen, war ich eigentlich recht überrascht für die Preisklasse. Ich meine, die liegt ja im selben Segment, deswegen haben wir sie jetzt auch verglichen so. Ja, es ließ sich gut auftragen. Der Abtrag war auch an sich einfach gewesen, sage ich mal. Ablüften lassen hat man so, sage ich mal, 10 Minuten. Man kann da recht gut mit Fingerwischtest kontrollieren, ob das schon abgelüftet ist. Ja. Sonst gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen, sage ich mal. Die Dose an sich finde ich eigentlich recht okay für den Preis. Ist akzeptabel, ist aus Blech, sage ich mal, schließt recht gut. Ja, für den Preis kann man nichts dagegen sagen, sage ich mal. Ja, man kriegt eine ordentliche Menge dafür, ne? Ja. Also das Collie Knight liegt ja um die 25 Euro ungefähr. Man kriegt das eigentlich auch in allen gängigen Shops, ist es erhältlich. Und das Bildhamber lag bei 23, hast du gesagt. Ja, 23 Euro, aber da war der Versand halt, hat ein bisschen länger gedauert, weil es kam direkt aus UK. Ein deutscher Händler gibt es, soweit ich weiß, noch nicht dafür. Ja, also man kann es über Amazon aber, glaube ich, bestellen schon. Ne? Das, ja, aber es hat halt eine Weile gedauert, sage ich mal. 3 Tage muss man da schon einplanen auf jeden Fall. Ja, also selbst wenn der Prime steht, na, rechne nicht damit, dass es am nächsten Tag da ist. Ja, ja, was auch aufgefallen ist, also wer dachte, Collie Knight riecht chemisch? Ja? Vom Geruch her ist es, sage ich mal, wie Collie Knight, aber nochmal extremer, stechender. Ja, also wir hatten uns vorhin auch schon so ein bisschen drüber lustig gemacht. Es hat so ein bisschen gerochen wie ein vollgepisstes Männerklo. Also so richtig so diese Chemie, diese Kloreiniger-Chemie, also wie so ein Klostein eben riecht. Also wie man das so kennt. Also es ist, ja, also vom Geruch her ist es nicht so gut, weil, also so, man trägt es auf, es lüftet ab und man hat diesen Geruch auch sofort in der Luft. Ne? Also muss man einfach mal so klar erwähnen. Ne? Ist schon extrem. Ja. Ja, was gibt's zu sagen? Also das, also im direkten Vergleich, aber das muss man wirklich sagen, also wir haben schon viele Protections gesehen, also von Wachsen über Coatings, über Polymerversiegelungen à la Sonax Net Shield zum Beispiel oder Surface Suave oder sämtliche Swisswax, Zymöle kennen wir.
muss man wirklich sagen, also Beading, Sheeting ist... das ist schon eines der krassesten. Also wenn man das sieht, ist, man hat minimal Tropfer auf dem Lack und sie laufe und laufe, das sieht man eigentlich bei keinem Lackschutz. Irre. Das ist echt... Ja, also ist eigentlich nicht leicht zu beeindrucken, aber das ist schon krass gewesen. Wir haben selber dastehen müssen und die ganze Zeit mit Wasser gespielt. Das ist schon muss man wirklich sagen, also wirklich extrem gut. Also verbunden mit dem einfachen Auftragen, also schon auf einem extrem hohen Level. Also hier muss man sagen, bildet euch eure eigene Meinung, aber unsere Meinung ist eigentlich, dass Collie Knight hier ziemlich vernichtet wurde. Ja. Das war wirklich, wirklich krass. Also alles ab dem Bereich von hier oben ungefähr, wo es relativ gerade noch war, ablaufen zur Motorhaube, ist direkt abgeflossen. Also auch tröpfchenweise wirklich, wirklich gut. Und hier war auch die Vorarbeit wie gehabt, also auch nicht irgendwie was Besonderes. Also wir haben auch hier wieder den Lack noch einmal poliert. Wir hatten ja vorher schon das eine Wax mit am Laufen, haben den Lack dann nochmal poliert, haben dann nochmal entfettet und haben dann auf den blanken Lack die beiden Produkte aufgetragen. Also das ist wirklich ungeschönt. Da muss man wirklich sagen, Wahnsinn. Also echt irre, muss man auch das Sheeting, der Wasserfilm ist sofort gerissen, ist sofort abgeflossen und die paar Tröpfchen, die da noch übrig waren, sind so einzeln darunter getuckert, war wirklich schön. Collie Knight ist natürlich auch sehr gut, aber jetzt muss man wirklich sagen, so im direkten Vergleich, echt vernichtend geschlagen. Vernichtend, ja, das trifft es ganz gut. Wir blenden euch die Bilder nochmal ein, bildet euch eure eigene Meinung und postet auch mal unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat, wie ihr die Sache sehen würdet. Und vielleicht habt ihr so mal auch eine Idee, gegen was könnte man es antreten lassen, weil ich könnte mir vorstellen, dass ein Buildhammer eigentlich ein sehr schöner Fuso-Coat-Gegner ist. Fuso-Coat ist eigentlich kein Wachs, es ist nur diese pastöse Form, ist eigentlich mehr eine Polymerversiegelung. Deswegen haben wir auch lange uns gesträubt, ob wir es dagegen wirklich antreten lassen wollen, weil das dann doch schlussendlich zwei völlig unterschiedliche Kategorien sind. Aber ich denke so, es wäre eigentlich eine nette Geschichte, ne? Ich denke, das wäre auf jeden Fall interessant, wenn man mal sehen würde, wie sich Speeding verhält. Ich denke, dass das Buildhammer noch mal um einiges krasser ist als Fuso. Wobei man sagen muss, bei dem Buildhammer hatten wir auch ein bisschen das Problem mit der Abnahme. Wobei man es jetzt nicht so genau beurteilen könnte. Ich sage mal, die Temperatur heute ist recht niedrig. Die Luftfeuchtigkeit ist recht hoch. So optimal ist es natürlich jetzt nicht gewesen, sage ich mal. Interessante Nummer wäre natürlich, wenn man wirklich sagen, das wäre wirklich nicht ohne... ein uni-schwarzes Fahrzeug. Wir haben auch so wahrscheinlich so ein BMW, den hätten wir Zugriff drauf. Das wäre wirklich uni-schwarz. Die Haube hergenommen, komplett aufbearbeitet und dann wirklich die beiden Produkte einmal getestet eben. Weil auch beim Fuso ist es altbekannt, dass es Probleme machen kann. Das kann wirklich Schlieren ziehen, Wolkenbildung teilweise. Nee, Wolken glaube ich nicht, aber Schlieren, oder? Teilweise Wolkenbildung. Es kommt auch immer darauf an, wie man das verarbeitet. Fuso, natürlich wie alle Wachse, muss man recht dünn auftragen. Je dünner der Auftrag ist, desto besser ist, sag ich mal, desto einfacher ist der Abtrag danach. Halt wieder, ja. Ne? Und Unischwarz weiß einem eigentlich jeder, ist eine sehr erbarmungslose Farbe, die einem alles offenlegt. Und auch hier ist es natürlich so, dass man wirklich Schlieren sofort sehen würde. Das wäre dann wirklich eine ganz interessante Nummer. Aber das wäre wahrscheinlich eher fairnesshalber so früher, wo man dann sagen müsste man das mal in Angriff nehmen. Weil jetzt wird es wirklich doch ein bisschen kalt. Das ist wahrscheinlich einfach nicht das Idealste, da sowas dann zu starten. Ich denke, nächstes Mal machen wir es einfach in beheizten Halle, teste das dann nochmal und da sollte das ja alles problemlos dann sein. Aber wenn man jetzt überhalb von 15 Grad hat, sollte das eigentlich schon funktionieren. Genau. Und ich meine, in dem Fall, das ist ja natürlich wieder so ein Punkt fürs Collie Knight, es funktioniert einfach immer. Da gibt es eigentlich, also ich persönlich habe das schon auf vielen, vielen Fahrzeugen, auch auf Felgen schon probiert. Ich habe nie Probleme damit gehabt, es hat eigentlich immer funktioniert und das ist von der Performance her wirklich gut. Ne? Ich würde sagen, jetzt kurzes Wort, wir sind ganz schön ausgeschweift jetzt. Bildet euch eure eigene Meinung, wir blenden euch jetzt wieder, wie gehabt, die Beading- und Sheeting-Bilder ein. Dann seht ihr das ja, also was euch am besten gefällt. Und dann würde ich sagen, überlegt es euch einfach mal. Ja, in dem Sinne. Ja, habt ihr Fragen, bitte einfach unten kommentieren. Wie gesagt, postet auch einfach mal, was euch am besten gefällt. Den Patrick, die in seiner Facebook-Seite, verlinke ich auch wieder unten in der Videobeschreibung. Ja, in dem Sinne, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Wir haben so ein paar coole Nummern eigentlich noch in Planung. Und ja, ich würde sagen, macht's gut. Ciao. Servus.